Hallo, mein Name ist Jannik und ich möchte heute die Google-Sprachsteuerung einmal testen. Sprachsteuerung starten Sie in einem, wenn Sie das Google-Widget haben, über das Mikrofonsymbol, zum anderen, indem Sie länger auf das Lupensymbol tippen. Wenn Sie auf Hilfe gehen und anschließend auf Anleitung, sehen Sie hier erstmal alle Begriffe, auf die die Sprachsteuerung überhaupt reagiert. Zum einen ist das SMS senden, Ansteuern, Rufe an, Karte von, Anzeigen und so weiter. Alles andere, was nicht hier eingetragen ist, wird als Websuche aufgefasst. Also es wird eine ganz normale Google-Suche gemacht. So, das möchte ich jetzt gleich mal ausprobieren. Ich fange jetzt erstmal an mit einem ganz normalen Telefonat. Rufe Max Mustermann an. Also wie ihr seht, es funktioniert auch schon wunderbar. So, das Telefon, das jetzt zu hören war, das war hier zu Hause, weil ich habe die Nummer von mir daheim eingespeichert. Okay, aber das hat jetzt ja schon mal funktioniert. Dann möchte ich jetzt an den Max Mustermann auch gleich mal eine SMS schreiben. Mal schauen, ob das auch so funktioniert. SMS senden an Max Mustermann. Hallo, das ist ein Test der Sprachsteuerung. Okay, das hat jetzt nicht so toll funktioniert. Hallo, das ist ein Test der Erstausstrahlung, ist rausgekommen. Also ist noch ein bisschen verbesserungswürdig, würde ich sagen. Wenn Sie dann senden möchten, dann tippen Sie hier unten auf Senden. Das möchte ich jetzt nicht, deswegen nehme ich jetzt mal Abbrechen. So, jetzt möchte ich mal schauen, wie das mit der Navigation so funktioniert. Würzburg ansteuern. Okay, also das hat jetzt schon mal geklappt. Aber Würzburg ist auch ziemlich einfach. Mal gucken, was er macht, wenn man ganze Adressen inklusive Straße und Hausnummer möchte. Bachgasse 2 Marktbreit ansteuern. Ja, hat er doch auch gefunden. Nicht schlecht. So, dann probieren wir mal, wie das mit dem Anzeigen von Websites funktioniert. Supportnet anzeigen. Hat er auch gleich gefunden. Das können Sie hier jetzt antippen und anschließend lädt auch schon im Browser die Seite von supportnet.de. So, okay, und abschließend möchte ich jetzt nochmal eine ganz normale Google-Suche demonstrieren. Fußball. So, und anschließend wird auch schon nach dem Wort Fußball gesucht. Ja, ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Rumexperimentieren. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.